Also ich habe kürzlich meinen Führerschein abgegeben und mein Auto verschrotten lassen, weil ich nichts mehr sehe und es lebensgefährlich ist. Bei irgendwelchen schlechten Lichtverhältnissen auf der Straße rum zu kutschieren. Ich stelle aber fest, das ist beim Tischtennis jetzt auch so. Sobald das Licht nicht mehr zu meinen Augen passt, sehe ich gar nichts mehr. Man sieht es an den Spielen, die ich hier abgeliefert habe. Abgesehen davon, dass ich ja ohnehin in grottenschlechter Form bin und auch durch die Knieoperation nicht laufen kann. Aber viele Bälle, da lang ich einfach komplett daneben, obwohl es sich dabei um die harmloseren handelt. Ob das jetzt reine Ausreden sind, das kann man sich selber angucken, aber ich würde fast sagen, das könnte mein letztes Wettkampfspiel überhaupt werden, weil so wie ich frustriert bin, kann es sein, dass ich die aktive Laufbahn mit diesem Spiel beende. Bayerische Einzelmeisterschaft, Herren E, dritte Runde und ich habe noch keinen Ball auf den Tisch gebracht. Und das Spiel heißt Rosenmüller gegen Reinhard Steinbrecher. Wie gesagt, Abschiedsspiel oder nicht, man wird sehen. Okay.
40. Thank you.
überlege ich mir noch mal, ob das mein letztes offizielles Wettkampfspiel ist oder nicht. Weil sie viele Spiele aufnehmen. Ah, er hat mir erst.